Jetzt gebe ich das Wort gerne an Robert Miesig. Robert ist Schriftsteller und Autor aus Wien, hat aber in den 90er Jahren in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Berlin, gelebt, hat diverse Sachbücher veröffentlicht zur Kritik neoliberaler Entwicklung, Kritiken, Essays, Aufsätze, muss ich jetzt alles nicht aufführen. Du schreibst für Falter, Profil, Taz, Standard und weitere Zeitungen. Du veröffentlichst auf deinem Blog miesig.at, jetzt, wo ihr den Zugang zum WLAN habt, mit dem Kennwort Betahaus 09, Ausrufezeichen, könnt ihr auch gleich nachgucken. Und das ist einer der meistgelesenen und nicht kommerziellen Seiten. Und du produzierst Musikvideopodcasts. Nein, Textvideopodcasts. Ja. Singen tue ich nicht. Das ist das Einzige, du singst nicht? Gut, dann singt Robert jetzt nicht, aber er wird jetzt uns sein Eingangsstatement vortragen. Danke. Danke, Aline. Ich könnte es natürlich als Wordrap versuchen. Nicht? Das wird ja vielleicht gehen. Da habe ich schon mal getan, aber das ist wirklich so etwas, was ich sehr selten tue. Ich fühle mich sehr geehrt, hier sprechen zu dürfen unter all diesen hochkarätigen Experten und Expertinnen und Netzaktivisten und Netzaktivistinnen. Man könnte fast sagen, das ist ein Experiment, dem Sie hier beiwohnen. Hier sprechen heute lauter Experten und Expertinnen und ich. Es ist ja nicht so, wobei man natürlich nicht sagen kann, dass ich nicht auch ein gewisses Expertentum im Hinblick auf Netz, Internet etc. habe, aber das bewegt sich halt in gemäßigten und gewohnten Bahnen. Das heißt, ich google gelegentlich. Ja, ich habe auch einen Facebook-Account, ich habe einen auf Twitter, ich habe einen Blog und mache Videoblogs, die dann natürlich auch Internetfernsehen sind, und ansonsten schaue ich mir mit großen Augen an, was da so abläuft. Ich beobachte die Menschen dabei, wie sie agieren, wie sie die Technologie benutzen und verändern, quasi in der realen Welt, und wie die Technologie sie benutzt und sie verändert. Das soll man ja nie vergessen. Also es ist ja nicht nur die Menschen bestimmen ihre Umwelt, die Umwelt bestimmen auch oder verändern auch die Menschen selbst. Und es ist natürlich auch sinnlos hinzuzufügen, dass ich, was die technologische Seite betrifft, das alles mit noch viel größeren Augen beobachte, manchmal natürlich auch mit angstgeweiteten Augen, dann nämlich, wenn etwas nicht funktioniert, dann bin ich ratlos und rufe um Hilfe, aber zum Glück gibt es dann genügend Leute, die mir im Notfall beispringen und die Bytes wieder gerade rücken. Also mit einem Wort, das ist eine Anmaßung, wenn ich hier über ein Themenfeld spreche, über das sehr viele von Ihnen sehr viel mehr wissen als ich. Netz für alle. So kann ich Ihnen nur die Gedanken anbieten, die ich mir so mache, wenn ich die Welt betrachte, und in diesem Fall die Welt des Internets und die Welt der Debatten über das Internet. Aber vielleicht kann man diese Anmaßung ja dadurch rechtfertigen, dass ich gerade das Offensichtliche, das eben so offensichtlich ist, dass es in unseren Expertendebatten oft aus den Augen verloren wird, so darstelle, dass es wieder sichtbar ist. Es ist ja so eine eigenartige Eigenart, dass oft das Banalste übersehen wird, eben seiner Banalität wegen. Sie kennen ja dieses Beispiel vielleicht. Würde man die Fische fragen, wie es am Meeresgrund ist, würden sie vielleicht manches zu berichten wissen, aber eines würden sie bestimmt vergessen zu erwähnen, dass es dort nass ist. Das Internet ist ja, so sagt man uns, eine mächtige Kraft der Demokratisierung. Ich meine, Sie haben ja davon gehört, dass ein Ägypter seiner Tochter, die kurz nach dem Sturz von Präsident Mubarak geboren wurde, vor lauter Dankbarkeit folgenden Namen gegeben hat: Facebook Jamal Ibrahim. Die Kleine heißt jetzt Facebook. Wenn's, bitte? Ja, aber wenn es ein Bub geworden wäre, jetzt vielleicht Twitter geheißen und heutzutage vielleicht sogar Google Plus, und wie würde das nur klingen? Also Facebook ist gar nicht so schlecht. Aber die Namensgebung ist natürlich ein Statement, und der ägyptische Vater hätte die Namenswahl nicht getroffen, wäre er nicht der Meinung, Facebook, die sozialen Medien, das Internet mit seinem Raum der Kommunikationsfreiheit und seinen Organisationsmöglichkeiten hätte einen wesentlichen Beitrag zur arabischen Demokratisierungsbewegung geleistet. Einen wesentlichen Beitrag erstens überhaupt zur Entstehung einer Kultur öffentlicher Widerrede in autokratischen Ländern.
einen wesentlichen Beitrag zur Lancierung von Protesten und einen wesentlichen Beitrag zur Organisierung derselben. Damit ist unser ägyptischer Papa, möglicherweise ohne es zu wissen, darüber habe ich keine genauen Kenntnisse, ich kenne ihn nicht, Teil einer weltweiten Kontroverse geworden längst, nämlich der Frage, ist das Internet gut oder schlecht für die Demokratie? Die erste Position, die ein bisschen aus dem Techno-Utopismus rauskommt, welcher in den 80er und vor allem dann in den 90er Jahren so in Nerdkreisen kursierte, ist die, ja natürlich ist das Internet wunderbar für die Demokratie. Das ist ein total demokratisches Medium, anders als die klassischen Medien, die Sender sind und die Leser oder Zuseher sind nur Empfänger, ist das Internet ein dialogisches Medium. Jeder ist Sender und jeder kann sein Ding machen und keiner kann sagen, dass sein Ding wichtiger ist als das Ding der anderen. Und natürlich versuchen mächtige Wirtschaftsmonopole, aber auch Staaten und Regierungen, das Netz unter Kontrolle zu bekommen. Aber das wird ihnen aufgrund der dezentralen Architektur des Netzes und der technischen Raffinesse der vielen User nie gelingen. Das Internet gibt Bürgern, auch aus autokratischen Ländern, Zugang zu Informationen, aber auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen. Und so ist es ein Motor für demokratische Aufstände in Osteuropa, in Zentralasien, dann im Iran und jetzt in den arabischen Ländern. Aber es ist auch ein Tool für politisch Dissidente oder auch Nicht-Dissidente, Aktivisten in den entwickelten demokratischen Ländern des Westens, das ihnen das Wort gibt. Also ich meine, es ist ja nicht nur ein Tool der Demokratisierung, wenn dissidente Aktivisten Zugang zur freien Meinungsäußerung haben, sondern auch Nicht-Dissidente. Also Demokratie setzt ja nicht voraus, dass nur dass jeder eine Stimme hat und nicht die uns gefallen. Und wie das oft so ist, kommt dann nach einiger Zeit die Gegenposition auf, die da heißt, naja, so ein Instrument der Freiheit ist das Internet auch nicht. Erstens wird es nach und nach von großen Konzernen übernommen, die die Anarchie austreiben und es standardisieren wollen. Zweitens wollen große Unterhaltungskonzerne, dass es auch im Internet bald so abläuft wie im Fernsehen oder in Hollywood. Ein paar Big Player bestimmen, was wir sehen sollen. Und Regierungen versuchen ihm seine Freiheit auszutreiben. Und dann kommt noch hinzu, das Internet und all diese modernen Kommunikationstools erlauben eine fast lückenlose Überwachung des Bürgers. Er hinterlässt überall Spuren. Geschickte Despotien können das Internet doch wunderbar nützen für ihre Zwecke. Also nichts mit dem Demokratie-Utopia. Das wäre quasi die zweite dieser etwas holzschnittartig dargestellten Positionen. Die letztere Position hat zuletzt ein wenig an Gewicht gewonnen. Richtig gehypt wurde etwa der Autor Jewgeni Morozov, der ein Buch geschrieben hat, The Net Illusion, übersetzt quasi der Internetwahn. Darin geht es um die dunkle Seite des Netzes und der Mann ist natürlich ein guter Kronzeuge, weil er selbst ein demokratischer Aktivist ist aus Weißrussland, wo das mit der Revolution ja nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber was ich an solchen Diskussionen so extrem fruchtlos finde, ist, dass dann oft und schnell beide Seiten in so eine Rigidität hineinfallen. Die einen sind total pro, die anderen total kontra. Die einen sammeln nur Beispiele für das, was für ein demokratisches Wunderland das Internet schafft. Die anderen konzentrieren sich ausschließlich auf die Schattenseiten. Und das ist natürlich auch eine Pathologie, die selbst der Logik medialer Aufmerksamkeitsökonomie folgt, die natürlich sozusagen die Regeln dieser Aufmerksamkeitsökonomie werden durch das Internet auch umgeformt und verstärkt. Man muss die eigene These bis zur ultimativen Radikalität zuspitzen und dann wird sie einer Gegenthese gegenübergestellt, die ihrerseits bis zur ultimativen Radikalität zugespitzt ist. Weil nur dann gibt es ein lebhaftes Pro und Contra, bei dem die Fetzen nur so fliegen, weil man glaubt, nur damit Aufmerksamkeit erregen zu können, indem man die eigene Position bis zur Karikatur ihrer selbst zuspitzt. Man kennt dieses Muster fruchtlosen Sektierertums ja auf vielen Feldern. In der Philosophie, Frankfurter Schule gegen Systemtheorie und so weiter. Das ist ja das eigentümliche Sektierertum der Intellektuellen. Das Sektierertum in der Politik, das kennt man ja schon, aber das Sektierertum der Intellektuellen ist ein bisschen noch untererforscht. Und was dann auf der Strecke bleibt, ist natürlich die reale Wirklichkeit. Weil natürlich, wenn ich eine Position in voller radikaler Reinheit modellieren will, dann muss ich alles ausblenden, was ihr möglicherweise widerspricht. Und das ist nicht selten die Hälfte
der wirklichen Welt. Und das finde ich deshalb oft so frappierend, weil doch jeder, der Augen und Ohren hat, weiß, und zwar sehr genau weiß, wie es in Wirklichkeit ist. Also, natürlich ist das Internet mit all seinen Gestaltungen eine Technologie, die für demokratische Mobilisierungen und Aktivismen aller Art gut genützt werden kann. Und das kann auch von mächtigen Konzernen nicht ins klassische Top-Down-Modell zurückmodelliert werden, weil diese Konzerne ja von ihren Usern leben. YouTube und Facebook produzieren ja nichts, wenn nicht ihre Konsumenten etwas produzieren. Und wenn sie den Konsumenten die Lust am Produzieren nehmen, dann ist er bald perdu, der Marktwert dieser Unternehmen. Und natürlich ist man bei dem Kastl vereinzelt, aber man ist auch mit sehr vielen Menschen vernetzt und stabiler vernetzt, als das ohne dieses Zeug der Fall wäre. Also etwas, was früher nur Parteien oder große Organisationen konnten, eine große Menge an Menschen mit ähnlichen Auffassungen zusammenzuhalten und für gemeinsame Ziele zu mobilisieren, das war gewissermaßen ihre administrative Kompetenz. Ihre Technologie war der Karteikasten, und der Bodo Ramelow hat gesagt, ja, der wurde jetzt sozusagen schon durch die Mailingliste ersetzt, aber diese spezifische Kompetenz von Parteien, das waren ihre Karteikasten und die Frankiermaschine, das hatten sie sozusagen den sozialen Bewegungen voraus. Und das können natürlich jetzt auch Einzelne ziemlich einfach. Und gleichzeitig reduziert die schnelle Kommunikation auch unsere Aufmerksamkeitsspannen, sie richtet etwas an in unseren Gehirnen, sagen wir so. Sie trainiert uns nicht wirklich auf die ruhige Konzentration, die man zum Lesen eines langen Buches braucht. Also selbst ich tue mir schon schwer, Bücher zu lesen. Schreiben geht noch einigermaßen, aber lesen ist schon schwierig. Und ja, das Netz mit seiner Selbstvermarktungslogik ist auch eine Schule des Narzissmus. Auch das stimmt. Aber natürlich ist das Netz auch eine Schule des Free Speech. Man gewöhnt sich heute vom Teenie-Alter daran, auch in wenig demokratischen Ländern, zumindest im Raum des Web 2.0, seine Meinung zu sagen, offen zu sagen. Und das verändert auch die Mentalitäten. Man soll das nicht unterschätzen. Also wer sozusagen sich vor 20 Jahren in Autokratien bewegt hat, der hat das ja mitgekriegt. Dann sitzt man im Café und die Leute flüstern und man lernt sie kennen und sozusagen sie sagen besser nichts, weil sie ja nicht wissen. Das ist ja nicht nur sozusagen eine soziale Aktivität, sondern das richtet ja die Menschen auch zu. Und eine Technologie, wo man sozusagen schon mit Statusmeldungen sagt, was man so meint, das richtet die Menschen dann auf andere Weise zu. Also man soll diese Dinge alle nicht geringschätzen. Und natürlich gibt es in Autokratien einen Freiraum offener Kommunikation, auch wenn dieser Freiraum kontrolliert, beschnitten, gelegentlich zensuriert werden kann und wenn es den Gestapos unserer Tage auch immer wieder Daten liefert, sodass sie Dissidenten auf die Spur kommen und diese drangsalieren können. Also mit einem Wort, in der wirklichen Welt ist weder alles weiß-weiß noch schwarz-weiß, noch schwarz-schwarz, sondern eher schwarz-weiß mit vielen Grautönen. Und in der wirklichen Welt muss man sich deshalb immer wieder einfach zurücklehnen und fragen, überwiegt nun das Gute oder das Schlechte? Und natürlich überwiegt das Gute, ist doch gar keine Frage. Man muss dann schon einen sehr kulturpessimistischen Hieb haben, wenn man das in Frage stellt. Obwohl es gibt nicht wenig Leute mit solchen kulturpessimistischen Hieben. Ich möchte das alles vorausgeschickt nun in der Folge in loser Systematik oder eben Unsystematik noch ein paar Fragen aufwerfen, die mir in diesem Zusammenhang in den Sinn kommen. Zunächst einmal und grundsätzlich, und da schließe ich an das an, was Constanze gesagt hat und auch schon andere hier, wenn das Internet nicht nur ein machtvolles Instrument zur demokratischen Teilhabe ist, sondern mehr als das, es ist heute eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die Menschen ihre Chancen in unseren Gesellschaften wahrnehmen können, dass sie ihre Talente entwickeln können, dass sie ihre kognitiven Kompetenzen fortentwickeln können. Aber was heißt das denn dann? Dass das Internet ein öffentliches Gut ist, so wie die Versorgung mit Wasser, mit Elektrizität, mit bezahlbarem Wohnraum, ein gutes öffentliches Schulsystem oder ein funktionierendes Finanzsystem. Ja, bleiben wir bei der Analogie mit dem Finanzsystem. Die Rettung der Banken wurde ja auch damit argumentiert, dass ein funktionierendes Finanzsystem eine Voraussetzung für jede Form wirtschaftlicher Aktivität ist, damit für Prosperität und Wohlstand, und dass man die privatwirtschaftlich organisierten Banken nicht einfach pleite gehen lassen könne, so wie man ein Schuhgeschäft pleite gehen lassen würde. Und das wurde eben damit argumentiert, dass es desaströse Folgen für alle hätte, wenn man es täte. Zum öffentlichen Gut gehört aber auch dazu, dass jeder Zugang dazu hat, zu Bedingungen, die keine Exklusion begründen. Nun wissen Sie vielleicht, dass in sehr vielen Ländern in Europa Bürger,
die ökonomisch einmal gestrauchelt sind, vielleicht in den Privatkonkurs gerutscht sind, in einem Obdachlosenheim oder in Notunterkünften wohnen, keinen Zugang zu einem Bankkonto haben und damit der Ressourcen beraubt sind, an ihrer misslichen Lage etwas zu ändern. In Österreich hat sich jetzt vor einiger Zeit eine private Bank, die erste Bank, bereit erklärt, das ist so etwas wie ihre Corporate Social Responsibility, diesen Leuten ein Konto zu geben. Tolle Sache, aber halt nur eine freiwillige, bemerkenswerte Initiative dieser Bank, die übrigens nicht nur vom Bankvorstand, sondern auch von den Bankmitarbeitern unterstützt wird, die nämlich ihre Kunden außerhalb ihrer Dienstzeit, diese Kunden außerhalb ihrer Dienstzeit als freiwilliges soziales Engagement betreuen. Nun gibt es aber eine Initiative der EU-Kommission, die noch viel toller ist, nämlich indem argumentiert wird, da Finanzdienstleistungen öffentliche Güter sind, soll ja auch jeder Bürger ein garantiertes Recht auf ein Konto haben und nicht mehr abgewiesen werden dürfen. Dort, wo kapitalistisches Marktprinzip in Reinform besteht, da darf ja jeder Anbieter zwischen guten und schlechten Kunden unterscheiden. Wo es aber um öffentliche Güter geht, muss dieses Prinzip sistiert werden. Wo es um Bürgerrechte an Teilhabe, aber auch an den Recht zur Selbstverwirklichung im Sinne von grundsätzlichen Förderung seiner kognitiven Fähigkeiten geht, da kann nicht zwischen guten und schlechten Kunden differenziert werden. Und ich denke, das gilt auch für das Internet. Deshalb sollte heute jeder und jede Bürgerin ein Anrecht auf einen Breitbandzugang zu vernünftigen Kosten haben, also zu Kosten, die sich jeder leisten kann. Und deshalb sollten auch Gebietskörperschaften kostenlosen Internetzugang anbieten, auch an stark frequentierten Orten. Ich meine, das ist natürlich nur eine symbolische Sache, aber ich finde das auch immer eine starke symbolische Statement, wenn ich zum Beispiel an einem Flughafen gehe und dort kann ich mich nur einloggen bei kommerziellen Anbietern, während es andere Städte gibt, wo das natürlich selbstverständlich ist, dass man an jedem größeren Platz gratis Wireless LAN-Zugang hat. Also all das sollte eine Selbstverständlichkeit werden, das sollte ein Standard werden. Und dabei, und da bin ich bei meinem nächsten Gedanken, bin ich gar nicht so ein Gegner privater Anbieter. Wenn private Anbieter niedrigschwellig sind und zu vernünftigen Preisen Güter anbieten, dann soll mir das auch recht sein. Und ich weiß schon, die Technologie ist nicht neutral. Sie presst uns in eine Konfiguration, die von privaten Interessen bestimmt ist. Wir haben diese Diskussion jetzt lebhaft im Zusammenhang mit dem Internet und seinen populärsten Diensten. Und bis zu einem gewissen Grad erinnert diese Diskussion, also die linken Freaks unter uns, unter euch werden sich daran erinnern, an die uralte linke Diskussion über Technologie und Eigentumsverhältnisse. Diese alte Diskussion, die ihren Ausgangspunkt nahm beim alten Sozialismus, der zunächst davon ausging, dass der technologische Fortschritt die Instrumente bereitstellt, die dann in einer sozialistischen Gesellschaft zum Wohle aller eingesetzt werden könnten. Gewissermaßen also die Technologie, die Maschine, die Fabrik, die Dampfmaschine, was auch immer, die sind neutral. Wenn sie der Kapitalist einsetzt, ist es schlecht, und wenn sie das Proletariat dann einsetzt, dann ist es ganz gut. Auf diese Position, etwas simpel zusammengefasst, folgte dann der Einspruch, dass die Eigentumsverhältnisse gewissermaßen in die Technologien eingeschrieben sind, dass wir bei der Beurteilung der Technologien selbst nicht absehen können von den Bedingungen ihres Entstehens. Viele haben sich dazu geäußert, ganz berühmt wurde zum Beispiel Habermas' Buch Technik und Wissenschaft als Ideologie. Ich notiere das gewissermaßen hier nur kurz. Manche können sich vielleicht noch erinnern mit einem tiefen Nebelschleier an diese Debatten der frühen 70er Jahre. Und wie so oft galt auch in diesem Fall, dass in dieser vielstimmigen Debatte nicht eine Seite Recht und andere Seiten Unrecht hatten, sondern dass gewiss sehr viele Aspekte, die hier geäußert wurden, durchaus richtig waren. Und so ist es natürlich auch in diesem Fall. Wer will bei Facebook und anderen sozialen Diensten des Netzes absehen von den Bedingungen ihres Entstehens, von den kommerziellen Interessen ihrer Betreiber und auch von den politischen Kräften, denen sie ausgesetzt sind? Und viele sagen dann, das Netz ist dort frei, wo es praktisch selbst gemacht ist. Ich sage das jetzt auch wieder absichtlich plump. Und es ist dort unfrei, wo es kommerziellen Interessen unterworfen ist. Es ist dort demokratisch, wo die User Herren ihrer Daten sind, und dort unfrei, wo mit den Daten etwas geschieht, worauf sie keinen Einfluss haben. Und das ist natürlich alles richtig. Aber gleichzeitig schießt mir dann sofort der Einwand durch den Kopf, dass diese freien Inseln des selbstgemachten Netzes auch immer vom Geist des Netzavantgardismus und des Nerdtums umweht sind. Das sind, dass sich hier oft sehr kleine Gruppen tummeln, die ihre Kleinheit auch als Ausweis ihrer besonderen Avanciertheit vor sich hertragen. Und es sind ja oft diese Gruppen,
und Kreise, die Netzfreiheit, Open Data, den Kampf gegen Vorratsspeicherung, den Kampf gegen Datenkraken und so weiter führen. Aber gleichzeitig sind diese Milieus natürlich selbst alles andere als barrierefrei und niedrigschwellig. Wohingegen es die bösen, kritisierten kommerziellen Dienste sind, die es vielen Menschen erlauben, sich öffentlich zu äußern, mitzutun, ihre Meinung zu Gehör zu bringen. Und insofern müssen wir auch die Frage zulassen, ob nicht Facebook und Co., die so deppensicher sind, dass jeder sie bedienen kann, mehr für Freiheit und demokratische Gleichheit getan haben als alle Nerd-Initiativen, die so gerne die Nase rümpfen über diese großen kommerziellen Firmen mit ihren fragwürdigen Interessen oder wenigstens zumindest auf andere Weise genauso viel. Aber wie auch immer, das Netz mit seinen abertausenden Kapillaren gibt schon heute viel mehr Menschen denn je die Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen, sich mit anderen zusammenzuschließen, Einfluss zu nehmen. Es verändert die politische Kommunikation, gewiss, gewiss, es macht sie auch nicht immer deliberativer und was oft wie Kommunikation auf Außen Augenhöhe aussieht, also was weiß ich, wenn so auf neuartige Weise Bundestagsabgeordnete mit ihren Wählern kommunizieren, ist nur die neueste Form des Spin-Doctorships manchmal, aber gleichzeitig sehen wir, wie sich in dieser dialogischen Kommunikation zumindest die Möglichkeit für ganz normale Bürger ergibt, den Spin zu beeinflussen. Natürlich hat all das seine Grenzen und auch seine neuen Pathologien. Auch im Netz sind alle gleich, aber manche sind gleicher. Nur sind es vielleicht andere als in der früheren Welt. Aber jedenfalls gilt dieser Top-Down-Führungsstil mit totaler Message-Control, wie er sich in das vom Geist des Spin-Doctorships vergifteten politische System eingeschlichen hat, das funktioniert im Netz nicht. Das ist grundsätzlich zu dialogisch dafür. Der Spin entsteht im dialogischen Prozess, aber er kann nicht mehr zentral gesteuert werden. Wir könnten da jetzt stundenlang ins Detail gehen und die neuen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie studieren, aber dafür fehlt mir jetzt hier die Zeit und Ihnen wahrscheinlich die Lust, mir dann noch sehr viel länger zuzuhören. Ich möchte nur mehr eine Beobachtung zur Diskussion stellen, bevor ich zum Schluss komme. Lebendige Demokratie besteht ja nicht nur darin, dass jeder und jede seine Meinung sagen kann, nicht nur darin, dass jeder Bürger und jede Bürgerin oder jede Gruppe von Bürgern ihre Interessen zum Ausdruck bringen kann, sondern dass sie das in einer gemeinsamen Öffentlichkeit tun, dass sie nicht anarchisch zum Beispiel aneinander vorbeireden. Demokratische Bürgerschaft ist ein Nebeneinander, das natürlich aber auch Aspekte des Miteinander kennen muss. De pluribus unum, wie es im Wappen der Vereinigten Staaten heißt, aus vielen eines machen. Nun, vielleicht muss man nicht aus vielen eines machen, in dem Sinn, dass man das Heterogene homogenisieren müsste, aber wenn das Bewusstsein der Bürger vollkommen schwindet, dass sie als Bürger eines gemeinsamen Gemeinwesens auch irgendwie zusammengehören und widerstreitende Interessen in einem deliberativen Prozess zu einem neuen oder einem Konsens oder was auch immer zusammenzufügen haben, dann kann das natürlich auch neue Pathologien der Freiheit begründen. Und insofern und nur insofern, glaube ich, muss man sich auch die Frage stellen, ob das Internet nicht auch schlecht für die Demokratie ist. Wir lesen die Blogs, die unseren Interessen entsprechen, wir lesen die Medieninhalte, die unseren Meinungen entsprechen, die Roboter der sozialen Dienste präsentieren uns die Status-Updates, Links etc. jener Leute, die so ähnlich sind wie wir. Der Roboter von Amazon weiß besser, was mir gefällt, als ich selber. Die Medienlandschaft differenziert sich aus, immer mehr in Special Interest-Portale, Meinungsportale, wo eher, sagen wir, zugespitzte Meinungen vertreten werden, haben aufgrund der Aufmerksamkeitsökonomie starken Zulauf, weil im Ozean der Daten hat der am meisten Aufmerksamkeit, wo es am lautesten kracht. Und der Zulauf kommt aus dem Kreise derer, die sich mit diesen Meinungen identifizieren. In den Postingforen, bin ich das? Nein. In den Postingforen bestimmen oft diejenigen den Diskurs, die am wütendsten sind und am aggressivsten sind und was im normalen Umgang die Aggression zähmen und die Suche nach gemeinsamen Grundlagen begünstigen würde, seien es Gebote der Höflichkeit oder der Gestus des Dialogischen, das ist in diesen Foren weitgehend sistiert. Ganz grundsätzlich begünstigt das Internet jedenfalls nicht einen gemeinsamen erlebten Raum heterogener Menschen, sondern es führt allzu oft zur Selbstsegregation und einer neuen Art von Tribalismus und zur Polarisierung. Es führt also, wie jemand einmal so schön schrieb, zu vielen kleinen Republiken von Menschen, die jeweils ähnlich denken, sich mit ihresgleichen zusammenschließen, sich wechselseitig bestätigen, manchmal auch hochschaukeln und eine fruchtbare, dialogische, wechselseitiges Verständnis und Achtung
fördernde Begegnung scheuen. Geteilte Kommunikationserfahrungen, die Menschen über Differenzen hinweg verbinden können, sehen jedenfalls anders aus. Hier möchte ich meine Ausführungen, die wie gesagt zum Ende hin durchaus unsortiert waren, schließen. Netz für alle, das ist heute eine Bedingung für mehr Partizipation, aber auch, dass Menschen ihre Talente entwickeln können und aus ihrem Leben etwas machen können. Netz für alle, das ist bedroht von neuen Machtknoten in diesem Netz, aber ich habe manchmal auch den Eindruck, dass diese Bedrohung oft ein wenig übertrieben wird. Netz für alle macht aber unsere Demokratie nicht notwendigerweise demokratischer, weil zur Demokratie nicht nur gehört, dass jeder sich äußern kann, wie er mag und sein Ding machen kann, wie er oder sie gerade lustig ist, sondern Demokratie braucht auch neben der Heterogenität gemeinsame Räume. Und die zentrifugalen Tendenzen, die allgemein in unseren Gesellschaften zunehmen, werden von der Kultur, die im Netz gedeiht, nicht unbedingt gebremst. Kurzum, das Internet ist gut für die Demokratie, aber es ist kein Wunderapparat, der aus Scheiße Gold macht. Ich bin mir sicher, das haben Sie natürlich auch schon vorher geahnt. Ich danke Ihnen.